darf Sie für einige Minuten um Ruhe bitten, damit wir die Pressekonferenz beginnen können. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz DFB-Pokal-Viertelfinale 1. FFC gegen 1. FFC. Herzlich willkommen, Bernd Schröder. Herzlich willkommen, Sven Kahlert. Und Bernd, vielleicht gleich von deiner Seite das erste Statement zum heutigen Spiel, in das ja beide Mannschaften zunächst mal gehandicapt gegangen sind. Bitte schön. Also ich denke, jeder hat gesehen, wer heute eher der verdiente Sieger war. Und ich kann nur gratulieren. Ich muss da auch nicht irgendwas ergänzen oder beschönigen. Wir wissen, dass wir eine Veränderung in der Mannschaft vorgenommen haben. Frankfurt hatte auch, wahrscheinlich dadurch ist es passiert, weil Frankfurt eine Veränderung. Aber ich denke schon, dass das eine klare Angelegenheit war. Wir wollten das Risiko nicht eingehen, Leute spielen zu lassen. Wir haben ja, hatten ja auch noch eine Variante, dass wir unsere Isländerin mitbringen hier. Leider haben wir das Pokalspiel sehr ernst genommen, aber nicht so ernst genommen. Im Nachhinein hat sich das herausgestellt, wie es eigentlich hätte notwendig sein, wenn man mit Kampf über Kampf vielleicht noch das Spiel irgendwie zu gestalten. Aber es hat sich schon gegen Duisburg herausgestellt, dass wir einfach hier und da mal ein paar Probleme haben und die Spieler, die heute die Chance hatten für unsere drei doch nicht ganz unbekannten Spieler, Anomna, immerhin ein Torschützenkönig in der Liga im Moment, und Patrick Hanepeck und auch Babette Peter natürlich als Nationalspielerin. Es hat natürlich bei Frankfurt auch ein paar Ausfälle dann gegeben, wie gesagt, Lira und dann Melanie Beringer. Aber ich glaube, bei uns hat es sich bemerkbar gemacht, in unserer neu formierte Abwehrreihe, die war überhaupt nicht vorhanden, und wir haben unseren Torhüter dann im Stich gelassen und die ersten beiden Tore. Ich sah sehr, sehr respektvoll zu Svenja Huth, aber wenn Svenja Huth die kleinste Spielerin der Kopfballtor macht und wir haben ein paar Riesen da hinten drin, die sind nicht in der Lage, das muss man nicht auf Theorie und Praxis beziehen, das ist einfach eine Frage des Kopfes. Und Fußball ist keine Wissenschaft, und ich habe das neulich gesagt, und das habe ich mir patentieren lassen, das ist eine Momentaufnahme, was wir damals gemacht haben. Dass wir heute so schlecht gespielt haben, liegt natürlich an uns selber, aber auch im Wesentlichen am Gegner, der die Gunst der Stunde genutzt hat, wie am Sonntag auch beispielsweise Duisburg die zweite Halbzeit. Und das ist natürlich eine Sache, die wir so nicht erwartet haben, vor allem, wenn wir jetzt so weit nach Hause weg haben. Aber ich gratuliere natürlich Frankfurt, und ich darf aber nicht rauskommen, dass wir den Pokal nicht ernst nehmen. Das stimmt alles nicht. Natürlich, wenn wir vielleicht in Berlin spielen würden, würden wir ganz anders an die Sache rangehen. Aber Spaß beiseite, Gratulation nochmal. Alles das, was Frankfurt heute gespielt hat, das war effektiv, die Tore waren effektiv. Wir haben unseren Anteil dazu gebracht, aber es war für uns eine Lehre, dass man einfach wissen muss, welche 11 Spieler hast du und welche anderen kannst du nicht gebrauchen oder zumindest bei so einem Spiel nicht gebrauchen. Also nochmal Gratulation. Ja, Bernd, vielen Dank für dein erstes Statement. Lieber Sven, das war eine intensive Woche. Ein wichtiger Sieg nach 4 Niederlagen. Nicht nur das aufzuarbeiten, was in den letzten Wochen passiert ist, sondern auch mit Blick nach vorne. Die Mannschaft hat heute sicherlich durch den Sieg viel Selbstvertrauen wiederbekommen, da bin ich ganz sicher. Und dein Statement zum Spiel und alles weitere dann später. Ja, erstmal ein Riesenkompliment an die Mannschaft, an die Leistung. Bin heute früh wach geworden und wusste, dass wir das Spiel gewinnen. Es kommt nicht immer vor, dass man so viel Selbstvertrauen hat nach diesen 4 Niederlagen, wo ja auch immer wieder nachgefragt wurde, wie es mir persönlich geht. Gut, ich habe gut geschlafen. Zum anderen hat die Mannschaft heute das erste Mal so aufgespielt, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir waren aggressiv von der ersten Sekunde an. Jede Spielerin wollte jeden Zweikampf gewinnen, und da war es heute egal, ob jetzt eine Potsdamer oder eine andere Spielerin dabei gestanden hat, sondern wir wollten einfach intensivst in die Zweikämpfe kommen, wir wollten Druck erzeugen, was dazu kam, dass wir diesmal und nach 4 Niederlagen auch endlich mal wieder in Führung gegangen sind nach 3 Minuten, dann das 2-0 nachgelegt haben. Das war vor 3 Wochen genau andersrum. Da hat der Bernd ganz klar recht, dass er sagt dann, das entscheidet auch mit die Tagesform, wie kommt man ins Spiel rein, und heute waren wir halt diesen Tick
aggressiver oder Tick geiler, dieses Spiel zu gewinnen. Und wie gesagt, ein Riesenkompliment an die Mannschaft, wenn man dann sieht, dass man 10 Minuten vor Spielbeginn nochmal im Angriff wechseln muss, dass eine Jennifer Maruschan angeschlagen ist, eine Lira jetzt angeschlagen, die Tränen in den Augen hatte, dass ich ihr das verboten habe zu spielen. Aber wir haben auch nicht nur das Pokalspiel, wir haben auch noch nächste Woche das Spiel in Duisburg, wo wir den Abstand auf Platz 2 zumindest bis in die Winterpause verringern wollen. Also brauche ich alle Spielerinnen, und die, die heute gespielt haben, haben eine überragend gute Leistung gezeigt. Es kommt dazu, dass Nesagi Kumagai eigentlich schon kopfher total müde ist. Die müsste auch mal eine Pause bekommen. Die haben in Japan so viel Sake getrunken und so viel gefeiert, dass jetzt erst die Nachwehen kommen. Aber wir mussten sie spielen lassen, wir mussten sie im Mittelfeld spielen lassen, was wir im Training vielleicht einmal gemacht haben. Also man hat gesehen, dass alle heute diese Konzentration am Tag gelegt haben, dieses Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass mir fast die Tränen gekommen sind, das nicht, aber das erwartet man von so einer Mannschaft. Aber sie haben es heute auch mit Herz und mit Leidenschaft gespielt. Denn sie merken auch, dass die Dinge, die wir im Training ansprechen, üben lassen, dass es auch funktioniert. Und das ist das Wichtige. Und wie gesagt, wir werden dieses Selbstvertrauen jetzt in den nächsten Tagen natürlich weiter anheizen, um eine ganz breiter Brust nach Duisburg zu fahren am Samstag und da versuchen, dieses Spiel zu gewinnen und in der Meisterschaft zumindest einen Anschluss an Platz 2 herzustellen. Danke. Ja, Mannes. Sehr verehrten Damen und Herren, Ihre Fragen aus den Reihen der Pressevertreter, bitteschön. Das Mikrofon ist freigeschaltet. Frau Sickenberger. Ich bin sprachlos. Sprachlos glücklich? Nein, sprachlos glücklich und sprachlos nicht. Okay, aber es gibt doch bestimmt noch den einen oder anderen, der eine Frage hat. Bei unserem prominenten Trainerteam hier vorne, bitte. Doch, sagt. Ja, ist an. Wie sieht es denn mit den beiden Verletzungen aus, von Mira Balramay und Melanie Behringer? Gibt es da eine erste Diagnose? Bei der Mira haben wir eine Vermutung, dass es ein leichter Riss ist oder eine Zerrung im Muskel, im Oberschenkelmuskel. Wir hoffen, dass wir in der Woche jetzt so viel arbeiten können, dass wir sie einsatzfähig bekommen. Und bei der Melanie Behringer scheint es ein Schlag auf dem Hüftknochen zu sein, der sie behindert da im Laufen. Und ja, und wenn sie sagt, dass es nicht geht, und wir haben sie ja gewechselt schon relativ zeitig, nach 23 Minuten, aber da stand es halt schon 2-0 diesmal für uns, und dann würde ich sagen, kann man das Risiko eingehen. Aber wenn es bei ihr nicht gegangen wäre, hätte sie auf jeden Fall gespielt, und jetzt ging es halt nicht, und jetzt werden wir auch versuchen, da in den nächsten Tagen was zu tun, dass sie wieder einsatzfähig sein wird. Ja, die nächsten Fragen bitte, Hellmann. Herr Gallert, Ihr Kollege hat ja schon gesagt, Fußball ist keine Wissenschaft, sondern Fußball ist auch viel Kopfsache. Inwiefern haben denn diese Woche Aussprachen dazu beigetragen? Es gab, glaube ich, auch einen gemeinsamen Besuch des Weihnachtsmarktes, also die Sachen über das Training, das reine Sportliche hinaus, um diese Leistung heute zu erbringen. Der Besuch des Weihnachtsmarktes war letztes Jahr um dieselbe Zeit auch schon so. Da standen wir ein bisschen besser da. Das war von der Mannschaft gewollt. Zum anderen haben wir ganz viel Vertrauen gespürt, die Mannschaft und auch wir im Trainerteam, gerade vom Manager, von Sigi Dietrich, von unserem Vorstand, von Bodo Adler. Die Mannschaft hat überragend die Woche trainiert, also das ist natürlich so, wir sind alles Profis, wir könnten sagen, das ist denen ja täglich Brot, das muss man so erwarten, aber in der Situation, wo viel Kritik geübt wird, wenn man 4-mal in Folge verliert und dabei noch das letzte Tor Anfang November geschossen hat in Paris, dann muss man auch ein bisschen Aufbauarbeit leisten. Aber wir haben eigentlich nur auf dem Platz gearbeitet, wir haben auf dem Platz mit der Mannschaft gesprochen, wir haben gewisse Szenen, Schlüsselszenen durchgesprochen. Mittlerweile bin ich halt auch so weit firm, dass ich mir ungefähr mich in den Kopf von Bernd Schröder einarbeiten kann. Spaß beiseite, das ist natürlich nicht möglich, aber man kennt die Mannschaften natürlich und weiß, was im Groben auf einen zukommt. Und das haben wir mit der Mannschaft besprochen, wir haben ein paar Veränderungen herbeigeführt und es hat letztendlich alles mal so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wie gesagt, das Vertrauen war da und wir haben das Selbstvertrauen jetzt wieder uns erarbeitet. Und wie gesagt, das frühe Tor oder die zwei frühen Tore, die waren halt nach Stand jetzt, im Nachhinein, spielentscheidend. Ja, Sven, vielen Dank. Wer ist noch bereit? Wer hat noch Interesse? Bitte schön. Haben wir ein Mikrofon? Ja, bitte. Herr Karlert, mir fiel also auf, dass
die Nummer 23, die Neuseeländerin, sehr aktiv im Mittelfeld war, das war ja schon geplant. Was war das für Sie, für das ganze Spiel? Was bedeutet es für Sie, der Einsatz von der Neuseeländerin? Die Ria, wir haben von dem, was wir uns vorgestellt haben, wollten wir natürlich auch mal sehen, dass wir haben in den letzten Spielen offensiv schon die eine oder andere gute Aktion gehabt, haben halt kein Tor gemacht und haben dafür hinten eins kassiert. Also müssen wir versuchen, das Ganze zu drehen, hinten so kompakt und sicher zu stehen, dass wir die Null halten und gegebenenfalls wie ein Pokalspiel gegen Wolfsburg ein dreckiges 1-0 machen. Deswegen haben wir die Defensive einen Tick verstärkt und da sie als gelernte Defensivspielerin da die besten Wege und Mittel kennt und das im Training auch mal wieder gezeigt hat, haben wir sie halt spielen lassen und sie hat natürlich heute, wie alle anderen auch, gibt es niemanden rauszuheben, eine überragend gute Leistung gebracht und man sieht, dass wenn alle als Team zusammenarbeiten, da sowas rauskommen kann. Und ich denke, es haben sich nicht nur die Fans gefreut, sondern die Mannschaft auch. Die hat gejubelt, die haben in der Kabine noch mal kurz gestanden, die waren in der Halbzeitpause schon so heiß, die wollten nach 5 Minuten wieder raus. Und ja, wir sind alle glücklich, diese Niederlagenserie erstmal zu beenden. Beendet zu haben mit dem heutigen Sieg. Ja, weitere Fragen noch? Ich denke mal, der DFB-Pokal ist in Deutschland nach wie vor ein ganz, ganz wichtiger Wettbewerb. Gerade auch mit Blick, was die Öffentlichkeit anbelangt, das Endspiel live im Fernsehen, die Eigenständigkeit, auch die wirtschaftliche Seite, denke ich mal, ein nicht unwichtiger Faktor, gerade auch was das Endspiel dann anbelangt. Und umso glücklicher kann man natürlich als erster FC Frankfurt sein, dass wir jetzt diesen Schritt in die Vorschlussrunde gemacht haben. Und ich kann an dieser Stelle euch natürlich einen guten Hauseweg, alles Gute für die weiteren Aufgaben und Herausforderungen, die ihr habt. Möchte mich aber an dieser Stelle auch mal bei unseren Partnern, bei unseren Sponsoren, bei jedem einzelnen Fan, bei unseren Fanbeauftragten, bei allen, die auch in schwierigen Zeiten oder nicht so populär erfolgreichen Zeiten zu uns halten, ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen. Das Fest der Freunde und des Friedens steht an mit Weihnachten. Heute die zweite Flamme, die am Adventskalender brennt, hätte ich fast gesagt. Letztes Mal war von Baumbrennen die Rede. Gott sei Dank haben wir das verhindert, dass der Baum hier nicht brennt. Und Ihnen allen möchte ich ein ganz frohes Weihnachtsfest wünschen. Schöne Adventstage natürlich. Vielleicht wird uns der eine oder andere noch begleiten zu den zwei wichtigen Auswärtsaufgaben. Letztendlich gilt es jetzt, diesen Sieg natürlich für das Selbstvertrauen zu nutzen, nach vorne zu schauen und in Duisburg auch entsprechend nachzulegen, was die Ziele in der Bundesliga anbelangt, mit Blick auf die Champions-League-Qualifikation. Ja, Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest und noch einen schönen zweiten Advent. Euch eine gute Heimfahrt. Tschüss, bye bye. Danke.